Kinders, was geht bei euch ab? Hallo! Ist da stehen? Hallo, Team. Oh Gott, da ist schon einer. Ist weg. Oh nein, noch einer? Nein, nein, nicht ducken, nicht ducken. Okay. One more. In water. Aber wenn der Vater Rohr geht, am Anfang und zwei Headshots macht, dann muss natürlich. Verstehst? Oh, nice! Ich riech schon, Leute, ich riech schon. Das ist das Team des Grauens. Also des positiven Grauens, ja? Okay, ich stell mich da hinten in die Ecke. Sehr, sehr, sehr viel später. Hä, wo sind die? Oh, scheiße, ich werde sterben, ne? Ey, Long One. Can you detect the bomb, guys? Ja, na also. Weißt du, sie rennen alle weg. Es ist schon ein Chaoten-Team, aber es ist mein Team. Oh nein, komm schon, bitte nicht. Please don't die. Oh, behind, schade. Nice try. Aber es war nicht nice, ne? Übrigens, schaut mal. Ah, je. Im Merch gewinne ich grundsätzlich. Das ist klar. Das versteht sich doch von selbst. Nachdem wir jetzt 80 Millionen mal am Stück verloren haben, muss da doch irgendwann mal der Sieg wiederkommen. Ey, Long ist clear. Sehr, sehr schön. Wir sind noch etwas entscheidungsunfreudig. Also dieser Impuls, dann schnell irgendwo drauf zu gehen, fehlt. Okay. Und dann kommt natürlich der Gegner von irgendwo her und dann ist da. Ich weiß, dass ich wirklich jetzt kein Movement-Gott bin. Mir fällt aber immer wieder auf, dass es auch auf höheren Elos, Elen, immer noch viele Leute gibt, die wirklich große Schwierigkeiten haben, einzuschätzen, wann man jetzt schnell drauf muss und wann nicht. Also die fangen dann an zu schleichen in einer Situation, wo es komplett hanebüchen ist. Es wird dann geschlichen und dann läuft vielleicht sogar die Zeit ab oder so. Gerade wenn der letzte zum Beispiel gesichtet ist, der letzte Gegner, Toilet One. Nice Tech, okay. Wenn der letzte gesichtet wurde und man praktisch den Vorteil hat, man weiß, wo er ist und dann wird aber gewartet, dass er schön verschiebt und irgendwo, One Bank, dass der dann irgendwo wieder steht, wo man ihn nicht, wo man ihn erst suchen muss. Stairs and Truck. Was eine scheiß Posi. Da zum Beispiel auch, Blau hätte einfach von hinten jetzt rankommen können und den auf Stairs zum Beispiel klatschen, dann hätte ich den auf Truck oder so, ne, Lerum Larum. Er war der Einzige, der nicht gesehen wurde auf Short und wir fighten on spot. Da ist es dann für einen dritten Unbeteiligten optimal reinzugehen und halt jemanden zu klatschen, der angesagt wurde, zum Beispiel Stairs oder Truck. Zumal es beide Fokus auf mich haben, aber er geht weg und schleicht halt rum. Und gerade wenn es ein One-on-One ist und der Feind sich zeigt, aber dich nicht trifft und dann davon rennt, dann gibt es Leute, die bleiben dann stehen. Die bleiben dann stehen und warten. Anstatt ihm dann Saurus zu geben, am besten noch während er nachlädt oder sowas. Und dann laufen sie rum und dann ist dieser Vorteil, den man hatte, ist bei null. Take bomb, please, Purple. Der ging durch, behind wird geguckt von unserem Mate, alles klar. Ich glaube, dass Movement generell so eine Sache ist, die bei dem einen oder anderen vielleicht auch so unter den Teppich gekehrt wird, weil es den meisten Leuten auf Aiming ankommt, dass sie halt in der richtigen Situation auch den Kill machen, was natürlich genauso wichtig ist. Aber um in die Situation zu kommen, braucht man ja dann schon irgendwie ein gewisses irgendwas. Movement. Und es ist natürlich auch sinnvoll, sowas, dann auch zu machen halt, ne? Hinzubekommen. Ich habe vor einer Woche oder vor zwei für euch eine Wingman-Aufnahme machen wollen und habe mit einem Random halt Wingman gespielt. Eine einzige Runde, da hatte ich schon die Schnauze voll. Und da fällt es sehr besonders auf. Es ist ein 1 gegen 2 und dein Kollege dümpelt halt irgendwo rum und du sagst, ey, da ist der, ich bin im Feuergefecht. Der Kollege kommt einfach nicht. Er kommt einfach nicht ran, der kommt nicht aus dem Pushen. Dann stirbst du, der Kollege sieht den Feind und anstatt an ihn ranzugehen, wird einfach gewartet, bis der Gegner verschoben ist und man nicht mehr weiß, wo er ist. Und das ist halt irgendwie nicht so prickelnd. Oh shit! Unsere Biegaus sind wirklich nicht übel. Also, wenn wir halt direkt am Anfang alle drauf rennen. Nice, nice, nice. Another one short. Go, 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 go. Der Mage stand fast. Und es geht keiner mit. Stell, ihr müsst helfen. Gottes Willen. Play for time. Der Mage stand fast in einer Linie vor mir und ich werde gefistet. Scheiße. Die Kommunikation ist der Hammer. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Die Jungs sind voll aufgeweckt. Wenn die alle in unserer Steam-Gruppe wären, würde ich sie anfragen. Ganz klar. Aber sind sie nicht. Ach so, und an alle übrigens, das Headset ist jetzt doch noch nicht gekauft. Wegen dem Missverständnis dachte ich, meine Freundin hätte das Logitech G600 irgendwas bestellt. Das ist mit den Knöpfen da hinten dran. Weil das hier ja kaputt ist, ne, wisst ihr ja, das habe ich. Das hier ist nur geklebt. Und da haben sich gestern im Stream viele aufgeregt. Ach was, nein, jetzt hast du einfach das genommen und und hin und her und pipapo. Und darum ist es immer noch offen. Also ich bin auch noch offen für Vorschläge. Viele haben mir zum HyperX geraten, zu einem HyperX. Ich habe mir selbst jetzt gestern Nacht nochmal das Cloud Flight angeschaut, HyperX Cloud Flight. Es kommt, direkt an Info an alle, es kommt jetzt nicht mehr auf die Mikrofonqualität drauf an. Das ist egal. Mir geht es jetzt wirklich nur um den möglichst besten Sound für logischerweise möglichst nicht so viel Geld. 120, 130 würde auch noch gehen, aber es sollte jetzt nicht in die Vollen gehen. Ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr mir da empfehlen würdet in diese Richtung. Go, 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 lad nach. Es können unter anderem auch einfach gute Kopfhörer sein. Es muss kein normal. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich bleib auf diesem Ding hängen, habt ihr es gesehen? Ich hing an diesem Benzintank. Also ich konnte nicht vor und zurück. Ich meine, die Nate hat mich trotzdem zumindest sehr stark getroffen. Ja, egal, ob ich jetzt vor oder zurück gehe, aber ich war so drauf gesessen. Ich muss euch den Clip von gestern aus dem Stream
mal hier unten in die Beschreibung reinposten. Da habe ich einen Bugshot gemacht auf Cash auf Mitte, ich als T. Ich guck Mitte in Connector und mache einen Sprung und stehe wie in der Luft und schieße einem ins Gesicht. Der Stream war gestern natürlich wieder der Hammer. Mal so, by the way, es hat ultimativ viel Bock gemacht und wir sind über uns hinausgeschossen, was alles angeht. Wir haben einen absolut krassen View-Account gehabt. Wir haben geile Spiele, na gut, wir haben halt die Spiele zwar alle verloren, aber sie haben Bock gemacht ohne Ende. Als wir mit Counter-Strike durch waren, haben wir TTT gespielt und sind so lustig abgegangen. Wir haben die dicke Eier-Challenge gemacht oder die Balls-Challenge. Wir haben eine Map, bei der kann man von so einem Balkon in so ein kleines Wasserloch springen. Und ich habe halt in der ersten Runde so aus Spaß gesagt, Leute, wer Eier hat, traut sich da runter zu springen. Bin runtergesprungen und land halt im Wasser und überlebt. Und dann kam Idris direkt hinterher, meint ja, er hat auch Eier, er traut sich auch da runter zu springen und er springt und latzt voll nicht ins Wasser. Also er explodiert vor mir so pff, auf den Boden. Ja, und das haben wir dann die ganze Zeit gemacht. Das war echt ultimativ. Es waren ganz viele neue da und ach cool, was du da machst und hin und her. Das hat mich echt gefreut. Es ist bei den Streams halt auch nochmal für mich besser oder leichter, neue Leute zu identifizieren. Also da ich ja eure Sachen, die ihr schreibt, meistens live lese, ja, und eben auch euren Namen mitlese, sehe ich auch direkt, wenn halt ein neuer da ist, ein Name, den ich nicht kenne, und dann begrüße ich denjenigen ja direkt jedes Mal und frage halt, wie er herkommt und was er so macht und hin und her, und da ist es nochmal so ein bisschen näher als Community halt. Morgen ist auch wieder Stream, 18 Uhr. Im Moment könnt ihr für das Knife Giveaway reinentern, für dieses Gut Knife. Gamma. Klickt einfach kurz unten auf den Twitch-Link, da steht es dann bei Videos eh im Titel. Knife Giveaway so und so mit dem Namen des Knives halt. So, es steht jetzt 8-7 für uns. Wir sind jetzt frisch bei City. Ist eigentlich ein guter Start. I'm gonna rotate to A spot. Okay. They planted on A. Shot one. Shot last. I'm gonna rush him. You can defuse. Let's go. Oh fuck. Oh, was ein Luck, Boy, das ist doch nicht wahr, oder? Ich hab's angesagt, dass ich rush. Also es hätte kein anderer mit mir zusammen hinter mir irgendwie stehen müssen in einer Linie. Ich hätte eigentlich der Einzige sein sollen, der die Kugel frisst. Und der andere diffused weiter und der zweite wirft sich als nächstes ins Feuer. Und schon ist der Sieg halt irgendwie drin. Also ab jetzt sollten wir echt wieder so ein bisschen zurückfinden zu unserem anfänglichen Hardcore-Skill. Be shot down. He's down. So, und jetzt den Rest noch pressen. No, sorry. Lungs down. Nice. War jetzt mit 38 Punkten nicht mein bestes Spiel, aber... Oh. Okay, das erklärt einiges. Die Leute sagen immer, dass es im Wingman so komisch ist mit dem Up- und Down-Ranken. Ich habe hier irgendwie 4 Loses in Folge, einen winzigen Win. Lem. Aber gut, gegen eine Global Lobby zählen halt die Punkte viel mehr. Aber was war das für ein abgefucktes Matchmaking? Ich gehe als Einziger mit LE rein und habe Matchmaking mit Supreme und Globals. Lem war bis jetzt mein höchster Rank, den habe ich am Anfang halt erspielt, als ich von Source zu Go gewechselt bin. Da war ich noch warm und habe den praktisch direkt in der Tasche gehabt. Und jetzt? Ich fühle mich selbst auf meiner schwächsten Phase ever. ist er wieder da, okay. Aber weißt du was? Wenn es ein Spiel gegen LEs und DMGs gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nur 3 Kills gehabt, ne? Wenn alle Global gewesen wären, also wirklich alle, dann wäre bei mir die 30er-Bombe natürlich auch drin gewesen. Verständlich. Weißt du, wie es ist? Ich war ja dabei. Ein ganz großes Herz an die Bubbler-Community. Ihr seid die Beste. Wirklich die Besten. Das sagen ja viele über ihre Community. Aber bei uns ist es wirklich so. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Wow.